Ich gebe zu, es ist nicht die schönste Kreuzung Frankfurts und es ist sicherlich kein Vergleich zu Shibuya, wo es doch immer laut und farbenfroh und naja, mit sehr viel Licht zugeht, aber naja, das ist es halt in Frankfurt aktuell. Ein bisschen trostlos sieht es aus und das spiegelt eigentlich genau die Situation aktuell an den Märkten wieder. Wir haben beim DAX im Moment eigentlich, naja, nein, sagen wir mal, ein Plustag, es ist relativ viel Grünes mit dabei, aber so richtig atemberaubend, gute Stimmung mag eigentlich da gar nicht aufkommen. Also es ist doch sehr, sehr, sehr dezent, was man da an Freude mitnehmen kann. Und das unterscheidet sich ein bisschen vom US-Markt, denn hier sind wir ja durchaus zügig nach oben unterwegs, auch jetzt im S&P 500 auf Stundenbasis beispielsweise haben wir mal wieder einen schönen Schub gesehen. Und das Ganze passt scheinbar in das Bild, denn die Schübe nach oben, die sind da gut mit dabei. Und nach unten eigentlich ein bisschen mehr auf der Schnaufpause. Beim DAX hat man in irgendeiner Form den Eindruck, naja, jetzt wird es auch nochmal laut hier. Das ist übrigens, während ich hier gegen den Lärm ankämpfe, ein Unterschied. In Japan sind die sehr, sehr viel leiser. Das muss man dazu sagen. Aber zurück zum DAX. Der DAX, der kämpft sich doch mühsam nach oben. Also man sieht, dass der Gesamteindruck immer noch bärisch ist. Also nicht überhaupt nicht nach oben zeigen. Wer also aktiv sein will bei den Indizes, aus meiner Sicht auf der bullischen Seite finde ich Amerika aktuell besser. Gucken Sie mal, ob Sie sich da vielleicht jenseits des großen Teiches eher auch engagieren wollen. Ansonsten noch Öl interessant. WTI beispielsweise hat jetzt tatsächlich gezeigt, dass der Aufwärtsschub vorüber ist und im Gegenteil ein Abwärtsschub, ein wirklich neuer Panikverkäufer, ist vielleicht noch zu früh, das zu sagen, aber wirklich sehr, sehr dynamisch nach unten und das ist ja eigentlich genau das, was wir immer sehen wollen. Also bei nächstbesser Gelegenheit, bei schönem wackeligen Kurs nach oben finde ich Öl attraktiv für Leerverkäufe. Achten Sie mal drauf, das könnte für heute Nachmittag sicherlich interessant werden. Ansonsten, was haben wir noch? Naja, die Währung, der Euro gegen US-Dollar, der ist ein bisschen am Straucheln aktuell, aber so richtig toll ist es nicht. Warum? Der hat doch schöne Schübe nach unten, das stimmt, aber die Aufwärtsbewegungen zwischendurch sind auch ganz schön schubweise oder schubmäßig. Da würde ich jetzt tatsächlich abwarten, wenn auch hier der Markt tatsächlich wackelig nach oben kommt, finde ich das klasse, dann kann man sich nach unten triggern lassen, haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. Wenn er aber so wieder so stark nach oben kommt, dann ist das diese Armdrückensituation, da sage ich, da halte ich mich dann lieber raus. So, raus, das ist das richtige Stichwort. Naja, draußen bin ich schon, aber ich schalte mich jetzt hier aus. Ich mache mich weiter auf den Weg. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag heute, dass Sie viele schöne Gelegenheiten sehen und freue mich auf nächstes Mal. Dann vielleicht wieder an einer etwas schöneren oder beeindruckenderen Stelle. Wir werden es sehen. Tschüss, alles Gute.